So, ich hoffe mal, dass es jetzt endlich passt. Das ist irgendwie schräg heute. Da zeigt es eine. Meine Güte, echt. Twitch, was ist los? Okay, der Host ist beendet, dann passt es hoffentlich endlich. Okay. So, jetzt kann ich endlich stoppen. Halt, wo bin ich denn eigentlich? Wo wollte ich hin? Doch, da wollte ich hin. Ist richtig. So, einmal hier durch. So, jetzt holen wir den roten Vogel vom Himmel. Durch. Die Phalanxen, die lassen wir einfach links liegen. Ich will mal nur gucken, ob ich inwiefern ich die Seelentendenz jetzt beeinflussen kann. Hier bin ich safe. Kann jetzt nochmal hier gucken. So. Okay, das läuft hier. Da läuft es auch. Okay, wird schon passen. So, lieber Drache. Ja, so, erstmal Drache seine Arbeit tun lassen. So, so jetzt. Los geht's. Oh, ist das wieder schön laut. So, ich habe 42 Pfeile. Eigentlich gehen. Ich muss jetzt mal ein bisschen lauter machen, damit ich mich selber auch höre. Gut, Schild raus, oh, schon Drescher. Gut. Was ist das? Schaden macht es, glaube ich. Stunden später. Dauerhaft.
Bisschen hier, dann drück den Kopf. Bisschen niedriger. So. Ein bisschen tiefer. Mühsam an der Zieh des Eichhörnchen. Ich glaube, ein Viertel habe ich schon. Ja, es funktioniert. Und ich habe, glaube ich, genügend Pfeile. Ein bisschen länger. Ach, fast die Hälfte. Fast die Hälfte habe ich schon. Aufpassen, dass ich mir langsam einen Krampf in den Finger kriege. Na, die Hälfte habe ich jetzt, glaube ich. Wie lange mache ich das schon? 8 Minuten? Oh, ist okay. Weißes Phantom. Kein rotes und kein schwarzes, das ist wichtig. Okay.
jetzt einfach mal offen bewegen. Hier so mittendrin. Nicht mehr viel. Noch ein Fitzele. Dann hab ich's. Schattenschilder auch mit Bogen. Dann habe ich ihn. Ich bin gerade bei der Ruhe. Ah, jetzt habe ich ihn. Sehr schön. So. Wunderbar. 10.000. Gehen wir wieder zurück. Der rote Drache habe ich jetzt vom Himmel geholt. Cool. Dann gucken wir mal, was die sehen. Warte mal. Mal gucken. Der rote Drache ist jetzt weg. Den habe ich jetzt geholt. Sehr gut. So, jetzt durch hier. Nochmal kurz. Ausdauer regenerieren und durchrennen. Ja, da bin ich hängst du. Obwohl, die können wir nichts. So, jetzt einmal in Nexus und wieder zurück. Oder einmal kurz so. Mal gucken. Ich glaube, ich habe nicht komplett weiße Weltentendenz jetzt. Leider nicht. Ach, die da. Komm.
In den Rücken. Der dann noch? Oh, stechen kann er auch. Sicheln und Gras. Nein, es ist offen. Jawohl. Sehr schön. So, dann gehe ich jetzt erstmal meine Seelen verbraten. Wunderbar, das Tor ist offen. Das freut mich. So. Und zwar. Dann Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Ah, wunderbar, das passt. Bewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. So, Magiepunkte. Auf dass die Welt geheilt, seid ihr fertig? Ich bin fertig, jetzt gehe ich wieder zurück. Möge eure Stärke die Welt heilen helfen. Ja, hoffe ich auch. So, was haben wir noch hier an Loot? Das können wir noch wieder zurück. Seelenreste. Waffen, nein. Passt, passt, passt. Gut. Also, dann gehen wir mal. So, Weltentendenz ist komplett weiß. Sehr gut. Dann biegen wir mal gleich mal links ab. Verbrochenes Schwert. Kann man gleich mal wegschicken. Nee. So, jetzt vorsichtig und langsam. Kommt der jetzt? Der kommt noch. Danke, roter Drache, dass du mir die Türe geöffnet hast hier. Komplett weiße Weltentendenz. Schwarze Phantome weiter voraus, genau. Ja, das sind sie schon. Ah ja, gut. Nicht mehr. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Okay, Überreste. Ah, sehr gut, lauter Seelen. Sehr gut. Du Salamander ist jetzt weg, aber egal. Hier noch was? Nein. Gott, ist aufregend. Nice, nice, nice. Ah, da ist auch noch was. Helm des blauäugigen Ritters. Elf, sechs, zehn. Okay.
ins Lager damit. Okay, weiter geht's. Gibt's hier was? Nee. Da brennt's. Okay, gut. Schön, nehmen wir das Schild raus. Wieder hoch. Mal aufpassen. Hier kann ich nirgends so runterfallen, außer hier. Was ist da unten eigentlich? Jetzt nicht. Komm, lock an. Gut. So. Komm. Weg, Bisch. Kommt noch was? Nein. Wenn ich so viel Sichelmondgras einsammle, dann kann ich auch was nehmen. Gut. Jemand? Nee. Da brennt's. Da ist nix. Da geht's runter. Oder? Ja, da geht's rein. Wieder gucken, Schild hoch und auf Wasser. Irgendwas ist gestorben. Oh, da. Hi, die Witzka. Dann komm mal. Okay. Wieder gleich. Mach mich auch gleich. Gut. Gut. Okay. Sehr schön. Hey, 4055. Ring des Meisters. Gebundene Kapuze. Gebundene Stiefel. Und guck mal, was noch hat.
Ring der Giftresistenz, gut. Wo geht die Treppe hin? Ganz runter. Müsste ich eigentlich treffen. Ui, was? Ui, ui, ui. Ich bin null mal gestorben. Gut für dich. Farblose Dämonenseele. Aber ich. Gott sei Dank nicht in Menschengestalt. Der, ja, der kommt. So, dann gucken wir mal, wer noch da ist. Ganz viel Sichelmundgras. Farmingsbutt. Ja, ins Lager damit. Und hier. Hartsteinschabe, Hartsteinschabe. 6 und 2. Hui. So. Dann die hier. Der Gegner wahrscheinlich wieder da. Aber den Ring habe ich jetzt, dann kriege ich leider runter. So, Schild raus und gut ist. Muss er? Grüß dich. Ich habe in Welt 1.1 das Tor ganz am Anfang geöffnet. Ich habe es auf, wie heißt das, ganz helle Weltentendenz bekommen. Ich habe den roten Drachen gekillt. Gerade eben. Und dann habe ich es. Ja, genau, das habe ich jetzt offen. Da bin ich jetzt drinne gerade. Voll cool. Da geht es in einen speziellen Bereich, wo dann viele rote Phantome sind. Und dann auch noch so ein Gegner, der dann eine Lederrüstung. Oder was war es denn jetzt? Gebundene Kapuzenrüstung liegen lässt. Aber die ist für mich als Nahkämpfer nicht geeignet. Jetzt laufe ich gerade ganz runter den Turm. Ja, ich glaube, also für dich vielleicht interessant. Auf jeden Fall. Und was ist da unten? Ist ein Keilstein. Wollen wir gleich sehen, was da noch ist. Aber da, anscheinend soll da noch recht gute Rüstung unten liegen. Aber jetzt bin ich, wie gesagt, noch am gucken. Ja, das war jetzt ja, so hier. Auf ganz weiß bringen, das habe ich hingekriegt. Ich habe ja die Phalanx besiegt. Ich habe der Turmritter besiegt. Warte mal. Ich habe den Turmritter besiegt. Oh, das muss ich erst gucken, ob nicht das hier noch irgendwas ist. Nee, hier ist nichts. Der Turmritter habe ich besiegt. Nein, ich will es nicht anziehen. Der Turmritter und der rote Drache. Und so habe ich es dann hinkriegt. Und wie gesagt, wichtig ist halt, wichtig ist halt immer in Seelengestalt sein. Weil dann verändert es nicht die Seelen, die Weltentendenz. Deswegen werde ich jetzt auch in Zukunft immer, wenn ich dann einen Boss besiegt habe, mich dann wieder töten, damit ich dann, aber halt im Nexus, damit es dann die Weltentendenz nicht verändert. Ah, ist auch zu schwer. Okay, Buschpanzerung. Sind wir noch neugierig? Gehen wir darüber.
Da ist jemand gestorben. Willkommen in Becken. Ja, nee, da gehe ich nicht rein. Es sieht nach nicht gesund aus. Gehe ich wieder zurück. Ab in Nexus, neue Rüstung ausprobieren. Wunderbar, ja genau. Kann er nicht schneller? Ah doch, er kann schneller. Er kann schneller die Leiter hochklettern. Geht. Also sag richtig so, so ja, ich hab's geschafft und dann so, oh geil. Achso, halt stimmt, das sind ja meine Seelen. Ne, das spielt Division. Soll ich meine Seelen jetzt holen? Ah, egal. Und nur 4000 oder so. Und du so? ging's, ich hab's schon gesehen, es ging, glaub, länger als 3, oder, mit Scholli? Ich hab, was war's, glaub, 3.51 Uhr hat er zwei Fotos reingestellt. So, gucken, was da... Das war noch nicht das Ende, oder? Ja, Weihnachten und so wahrscheinlich nur, oder? Ja, klar. Nee. Ja, verständlich. Das verstehe ich. So, oder jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir uns hier erstmal nackig machen. Hallo. Ich passe gut auf eure Seite. Das ist doch schön. Warte mal. Was war das nochmal? Physisch 34. Ja, die ist natürlich besser, die Buschrüstung. Sehr gut. Buschjunge, ja. So. Was war das? Ihr habt ein Herz aus Gold. Oh, ich reagiere gerade immer auf irgendwelche Geräusche in diesem Spiel, weil ich immer denke, da kommt irgendjemand, ein anderer Spieler und will mich schnetzeln. Hallo. Ich passe gut auf eure Sachen. So, Lager. Buschhelm, was wiegt der denn? 6,9. Ah, der ist schwerer. Okay, der ist viel schwerer. 4,6, 6,9 Buschhelm. Bin mal gespannt. 17,3. Ach du meine Güte. Das ist doch noch lustig. Ich glaube, jetzt bin ich überladen. Buschbeinschienen. Ihr habt ein Herz aus Gold. So, dann ziehen wir mal das an. So. So, oh Gott, das ist jetzt schon bei 73%. 93 ist... Okay, 114. So, dann müssen wir jetzt haushalten. Okay, viel zu schwer. Das heißt, ich muss starke leveln. Das Ausrüstungslast erhöht. Was hat denn das für Werte jetzt nochmal? 17, 17, 21, 8, 6. Okay, das ist nicht der Fat Roll, sondern der rollt sich gar nicht. Der macht bloß irgendwelche kurze, so ähnlich, als ob er würgen würde. So schwer ist er jetzt. Ja, also gut. Jetzt muss ich kurz die Tante... Und wir sind sehr langsam. Warte mal, ich... Ja, genau. Also... Rolle ist fast wie Kotzen. Was haben wir denn? 10 Punkte. Ausrüstungslast. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß. Kondition muss ich erhöhen, okay. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter.
10.000. Gott. Also gut, dann gehe ich, glaube ich, mal in einer anderen Rüstung jetzt normal weiter. Das sind bei 106. Wegen der Gunst. Hallo. Halten, jetzt wollte ich nicht. Ich passe gut auf eure Sachen auf. Keine Sorge. So, so. Hallo, ich passe gut auf eure Sachen. Also gut. Zu schwer. Kommt wieder ins Lager. Wo ist mein Lamellenbein schienen? Schade. Zu schwer. Alles? Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst das sein. Oh, ich habe ein Wunder gelernt. Und zwar habe ich jetzt... Wunder kannst du bei... Nee. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und zwar, also Zauber ist ja Magie und Magie ist Hexenwerk und Dämonenwerk, sagt nämlich hier der Jünger Gottes. Und bei dem kannst du Wunder lernen und diese dann merken. Und ich habe jetzt, und du brauchst noch zusätzlich dann ein Gottestalisman, mit dem du dann das Wunder wirken kannst. Es zieht aber Magiepunkte ab. Genau. Und das habe ich gelernt. Und aber halt nur ein Wunder, und zwar, was ist denn? Wie du Magiepunkte hast. Genau. Und ich habe meinen Kompositlangbogen jetzt auf Stufe 3. Aus meinem Kompositlangbogen habe ich klebriger Kompositlangbogen gemacht. Und der ist jetzt Stufe 3. Genau, ich habe ein bisschen mich informiert. Und ich habe dir ein Video geschickt, besonders für dich als Adliger am Anfang. Was wichtig ist, wo du dann gleich am Anfang eine richtig gute Rüstung kriegst. Das habe ich leider verpasst. Ich habe den Typ, weißt du noch, ganz am Anfang der Typ mit der Ritter, wo du mir zuguckt hast. Genau, und der dann irgendwann... Genau, und der... Also den sollst... Also den muss man leider hinterrücks ermorden. Den muss killen. Oder ihn killen lassen. Und dann hinterlässt er einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist wiederum dann für den Bereich hinter dem Ritter mit den roten Augen. Der mich so oft gemischt hast. Da ist dann ein Mausoleum. Und da kommst du dann rein. Und dann gibt es da einen Boss. Den kannst du aber... Da gibt es einen Cheese. Oder so nennt man das doch. Wo du dann ihnen quasi dann in den Treppenturm dann lockst auf der anderen Seite, und dann kannst du anscheinend, den kannst du anscheinend boxen. Und den kannst du dann anscheinend so boxen, dass er dann quasi den Turm runterfällt. Du hast gleich mal 27.000 Seelen und du hast dessen Rüstung, die nochmal, die mega ist am Anfang, und sein Schwert, was auch mega ist. Ja, genau. Ach du Scheiße. So. Das ist richtig heftig. Aber ich gehe jetzt... Sollte ich kurz gucken, der rote Drache habe ich gekillt. Das habe ich jetzt auch geholt mit der weißen Seelentendenz, Weltentendenz. Ich gehe jetzt, genau, an den Rand der Insel. Und zwar, da kommt nämlich jetzt der Richter. Als nächstes. Der Richterboss. Ich habe 197 Pfeile, das müsste reichen. Und was cool ist, das Wunder... Das Wunder füllt quasi fast meine ganze Energieleiste auf. Das ist echt cool. Das ist ein Heilungszauber. Also nee, ich hab ein Heilungswunder habe ich gekauft. So. Und ich versuche, wenn du alle... Und das Gute ist, du musst jemanden haben. Das Sankt Urban. Und von dem kannst du dann im Laufe des Spiels dann alle Wunder kaufen. Für die PC. Weil mein Plan ist jetzt im ersten Run quasi das zu machen und in meinem zweiten noch am Spiel dann als Adliger wegen der Magie und so weiter. Dann kann ich nämlich dann die Magie, alle Zauber dann lernen.
Also, das ist mein Plan. Oh, kein Backstep, schade. Oh oh. Das war knapp. Komm jetzt, Backstep. Nächste? Nee. Klingensteinscharbe. Ist echt cool, also. Das Spiel ist echt klasse. Nein, kein Backstab. Backstep. Schade. Nee, also es macht gerade echt Spaß. Natürlich bis zum nächsten Frischkumpel. Aber... der ist schon nicht unbedingt in Sicht. Sodele. Jetzt holen wir erstmal die Jungs da oben. Die laufen nicht sonst. Beavers Club online. Hallo? Achso. Nee, nee. Also, vorher, er hat immer Destiny gespielt. Ah, Mist. Achso, okay. Sag mal, was ist denn jetzt los? Oh, der ist da unten. Jetzt aber. Mensch. Er hat es aber jetzt kompliziert gemacht. Nicht alle. Ah, oh. Hey, hey, hey. So, jetzt komm. Komm. Das war gerade erschreckend. Da rein, da geht's rein. Ah, Sichelmondgras. Ist da wer? Ah, da ist jemand. Ist da was zum Lesen? Zeit für Tauschen. Gut. Nee, erstmal hier. Seele eines angesehenen Helden. Sehr gut. So, grüezi. Ihr habt mich gerettet. Ich kann nicht glauben, dass ich auf die Falle reingefallen bin. Ich bin Bleitsch. Ein Grabler. Zum Dank kann ich euch ein paar nützliche Dinge geben. Wer könnte in dieser Gegend nicht ein wenig Hilfe gebrauchen? So, was hat er denn?
Wolkensteinschraube, Wolkensteinschraube. Chromsäbel, Feiche und Kurzfrogen, Lederschild, nein, Lederkappe. Was kann die denn? 11, 28, 17. Oder Barbarenarmbänder. Ja, das ist ja alles 0. Okay, das ist nur Deko. 25. Dieser Schrein diente einem uralten Stamm für ein grausiges Ritual. Sie sind längst tot. Und jetzt machen sich die Dämonen die Seelen zunutze. Zumindest tötet ihr hier Dinge, die längst tot sind. Wie Skelette und Schattenlauerer. Genau das gefällt mir an diesem Ort. Besser als diese armen, seelenlosen Menschen zu töten, stimmt's? Besser als diese armen, seelenlosen Menschen zu töten, stimmt's? Ja, wenn du meinst. Ist okay. Etwa nichts für euch dabei? Nee, leider nicht. Nun, dann müssen wir auch mal was gönnen. So, weiter geht's. So, da links rum. Da war's doch. Ah ja, hier. Was spielst du heute? Destiny oder Yakuza oder Snow? Achso. Eben, ist ja schon Samstag. Das ist eh voll schräg. Mit diesen Feiertagen und so weiter. Ah, oh. Ah, jetzt sind wir da. Okay. Backstep. So, was sind wir denn jetzt? Auf der anderen Seite, klar. Adhäsion, okay, passt. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Da gibt's so Krähe. Okay. Jetzt haben wir hier noch der Bogenschütze. Ah, ich kann mal auch backsteppen. Komm ich da runter? Nee, lieber nicht. Ah, doch. Okay, passt. Oh. 4000 Seelen, das passt. Dann probiere ich jetzt mal zum Boss zu kommen. Da gibt es nämlich einen Shortcut. Den habe ich nämlich jetzt auch entdeckt. Suche es mit Rollen, genau. Und zwar hier runter, glaube ich. Ja, genau dahin. Okay, das war zu spät.
Nee, da nicht. Oder auch nicht. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen Rüstung ablegen. So und so. Sieht jetzt 162. So. Das macht nicht viel. So, jetzt dann. Ja. Sehr gut. Ja, genau. 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 Genau, richtig. Weit falsch. Habe ich es jetzt richtig? So. Nee, falsch. Jetzt habe ich es richtig belegt. So, jetzt. So, so. Genau. Ja, das zieht halt minimale Energie ab. Und dann kann ich nämlich jetzt hier hinten rum. Das ist der Weg, genau. Aber es geht nur, mit, wie heißt's? Mit, Ausrüstungslast weniger 50%. Sehr gut. Dunkelsteinschabe. So. Da sind, glaube ich, noch Gegner. Oder? Waren das? Da war das, da war der Loot, da war ich schon. Jetzt kommt das Rotauge. Okay. Das sind so glitzernde Salamander. Oh Mist. Die sehen aus wie Salamander, da bin ich geschützt. Die sehen aus wie Salamander, so blau. Violett glitzern und die musst du kaputt machen. Die rennen dann weg und vergraben sich und die haben dann halt immer, wie heißt's? Moment, ich muss kurz gucken. Mit Materialien, Klingensteinscherben, Dunkelmondschein, Steinscherben und so weiter. So, jetzt. Das war knapp. Und da ist der Gegner. So. Genau. So, wir ein Tänzchen. Komm. Und weg. Jawohl. Nein, nein. Komm. Schlag zu. Genau diesen. Wunderbar. Klingensteinschraube. Halbmondgras. Energie ist voll. Okay. Dann gehen wir mal zum Richter. Und schießen ihm den Vogel vom Kopf. Ah, da ist er schon. Ach, schon erwischt. Ach, du guckst mir zu.
Hier ist es sicher, ja. So. Zunge. Okay, nochmal. Zunge. Nee, nicht Zunge. Deswegen haben wir einen guten Bogen besorgt. Darf halt nicht so weit nach vorne gehen. Ja, so geht's gut. Das ist echt eine böse Taktik. Es geht halt mit Zauber oder halt mit Fernkampfwaffen. Und mit meinem klebrigen Bogen plus 3 war ja halt gut Schaden. Und Zunge. Okay, passt. Ein. Oh, das war knapp. Der hätte es mir jetzt runterhauen können. Einer fehlt jetzt noch. Aber jetzt habe ich Vogel wieder anvisiert. Erstmal hier heilen. So, jetzt komm. Da daneben. Jawohl. Sehr schön. Und einer wird bestehen, genau. Ich habe wieder meine menschliche Gestalt zurück. So, gucken wir mal. Ne, nicht runterfallen. Das stimmt. Schön langsam. Ja, da muss ich dann unten gegen den kämpfen und dem dann in die Seite reinhauen. Und dann kippt er irgendwann mal um und dann muss ich auf den Kopf drauf, also sprich auf den Vogel drauf kloppen. Das war cool jetzt so. War echt easy peasy, aber man muss halt immer auf die Zunge aufpassen. Ne, doch, du kannst hier außenrum kannst hochlaufen. Also da, wo ich jetzt gerade runter bin, kannst du auch hoch, aber wenn der dich halt hat mit seiner Zunge, ich glaube, dann ist echt übel. Ja, dann hast du echt Geschisse. So, ab in den Nexus. So, und jetzt kill ich mich, damit ich wieder in Seelenform zurückkehre, damit erstens sich die Weltentendenz nicht verändert und zwei, dass mich nicht dann irgendein PvPler angreift und denkt, er müsste dann hier jetzt einen auf mir da der Spaß verdorben. So, was wollte ich denn jetzt leveln? Das machen wir dann als nächstes. Das erstmal hier aufräumen. Also stimmt, Ausdauer, damit ich die Rüstung tragen kann. Ne, Kondition war's. Für gute Frau. Hier schön. Dann berührt den Dämon. Seelenkraft und Last. Genau. Ausrüstungslast. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Ausdauer, Ausrüstungslast und einige Resistenzen, genau. So, seid kann ihr ich jetzt? Fertig? Ich bin fertig. Oh, mal nackig. Gucken, wie es aussieht. Hallo, ich passe gut auf eure Seite. So. Mal gucken, aber ich kann es wahrscheinlich immer noch nicht tragen. Ja, guck. Überschreitet Gesamtgewicht. Okay, rein. 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 Da habe ich schon der Helm. Ausrüstung. Ausrüstung.
Buschbein schien. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht weg. Oh ja, es geht jetzt schon. 111,9. Nee. Da brauchen wir noch ein bisschen. Aber warte mal. Cool aussehen tue ich schon so ein bisschen so griechisch irgendwie, finde ich, da mit dem Pieks da oben am Schalm. Aber ich bin halt jetzt, guck, ich ich würge. Aber warte mal, ich habe noch ein paar Seelen. Hallo, ich passe gut auf eure Sachen. Na, nee, aber ich habe noch, also normale Seelen, weil Dämonenseelen, die werden dann nicht verbraten. So, erstmal aufräumen. Lager wechseln. Was haben wir denn hier? 6 Seelen eines berühmten Kriegers. Nehmen wir mal da welche mit. Da. Angesehenen Helden. Ihr habt ein Herz aus Gott. So, dann nehmen wir mal. Gewährt beim Verbrauchen Seelen, gewährt beim Verbrauchen Seelen. Wenn du sie zurücklässt, würde sie bloß als Nahrung für Dämonen dienen. Genau. Dann nehmen wir mal eine von denen. Mal gucken, wie viel das bringt. Nein, benutzen. Nein. Oh, 2000, okay. Das sind wahrscheinlich dann 1000. Ja, genau. Okay, alles klar. Das ja, das... Genau. 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 So, wie viel brauche ich jetzt noch? Oh Gott, ist der langsam. Warte mal, ich muss mal kurz hier was ausziehen. Es sind. Warte mal, jetzt zeig's dir gleich nochmal. Der Macht der Seele, oder? Warte. Dann berührt den Dämon. Warte kurz, ich zeig's dir kurz, ich gehe nochmal ins Lager. Das gab's in. Das ist so typisch Demon's Souls oder Souls-like, glaub. Also sowohl bei Dark Souls, Demon's Souls und auch bei Bloodborne. Von Bloodborne, da kenne ich's. Warte mal. So, ich hole mal alles raus. Das ist unbekannter Helden, angesehene, berühmten Helden. Genau, und die Dämonenseelen, damit kannst du Sachen kaufen. So. Ihr habt ein Herz. Jetzt, also. So, genau, Seelen eines berühmten Helden, berühmten Krieger, angesehenen Helden. Ich glaube, berühmten Helden wird wahrscheinlich 5000 sein. Weil Seelen eines berühmten Kriegers waren 2000. Dann angesehene Helden waren 1000. Angesehener Krieger sind, glaube ich, 800. Ja. Angesehener Krieger sind 800. Unbekannter Held sind 400. Und unbekannter Krieger sind, glaube ich, 100. So war's. Aber schon einiges gesammelt mittlerweile schon. So, jetzt gucken wir mal, was der nächste Punkt kostet. Dann Seele des Geistes, Schlüssel okay, des noch 2000. Okay, verlassen. Ich erwarte eure Rückkehr. Dämonentöter. So, machen wir mal. Ich bin hier für euch. Dann haben wir mal 5. Das müssen, glaube ich, 1000 sein. Genau mal. Oh, das war jetzt zu viel. Egal. Ihr Standung. Seele des Geistes. Schlüssel des Lebens. Mir war doch nicht zu viel. War noch 1000. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter. So, ich bin hier für euch, euch ganz allein. Machen wir da mal eine, das waren 400. Nochmal 400. Dann sind wir jetzt bei 11.79. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter. Ich bin hier für euch, euch ganz allein. Das machen wir kurz so. Ich habe auch für den Anfang einen guten Farmspot für Seelen gefunden, wo du sowohl Mondgras als auch immer quasi pro Run 1000 Seelen. Und der Run dauert vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt. Ich finde es sogar noch besser als den, was ich schon gesehen habe im Internet. Jungs, ich glaube,
Warte mal, ich muss dich ein bisschen lauter machen. So, jetzt höre ich dich besser. Ja, ja. Ja, das ist auch der Schwert, das ist ja Bastard-Schwert plus 5. So, der da noch. So, das müsste passen. So, dann nochmal Ausdauer. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt... Seid ihr so, fertig? Jetzt. Nein, nee, das reicht nicht. 109,8. Nee, es reicht nicht. Ist egal. Mach jetzt erstmal Hallo, so weiter. Ich passe gut auf eure Sachen. So, das erstmal aufräumen. Sonst kann ich den Rest nicht tragen. Der Boot ist da. Das da. Lamellen, genau. Lamellen. Ihr habt ein Herz aus Gott. Lasst es euch nicht. Dann kann es weitergehen. Die Lamellenpanzerrüstung, die gibt es im Turm von Latria. Das ist, glaube ich, das ist auch die aus dem, wie heißt es, aus dem, am Anfang. Das ist, glaube ich, das ist auch die klassische Ritterrüstung ist das. So, jetzt muss ich gucken, wie geht's weiter. So, das war jetzt 4-1. 2-2. Das ist ein 2-2 nochmal. Ah, Tunnelstadt. Also gut. Nee, oh nee, das Sumpf nicht. Das Sumpf mag ich nicht. Vater Ruine, auch da oben. Halt, ich muss mich noch kühlen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Das war gerade eben schon gefährlich, was ich gemacht habe da. Ja, ich weiß, das hätte sonst wieder meine Seelentendenz wieder versaut, wenn da jetzt irgendein PvP-Fuzzi auftaucht wäre. So. Umbasa! Ah, Mist. Das ging mal nach hinten los. Der Selbstmordversuch. Weiter hoch. Ja, hier. Jetzt Umbasa. Umbasa. Jetzt macht's Klatsch. Ja gut. Guck. Sodele. Meine 20 Seelen. Wo sind sie denn? Die sind weg. Gott sei Dank bin ich mit 20 Seelen gestorben. Mit mehr hätte ich mich jetzt geärgert. Oder? Die sind weg, ja. Warte mal, ich habe meine Magie ein bisschen erhöht. Was wollt ihr? Ich brauche keine Hohlbirnen wie euch. Ich bin immer noch zu dumm für den Magier. Ich bin immer noch unter seiner Würde. Aber egal. Ich kann halt klopfen. Aber echt, hey. So, wohin? Da nicht. Also gut. Ab dafür.
das muss ich echt wissen, dass die Seelen im Nexus dann aber weg sind. Zeit für gut bewerten, ja, gut. Oder? Warte mal, jetzt gucke ich nochmal. Oder sind die da oben vielleicht? Dort, wo ich runtergesprungen bin. Mal kurz gucken, ob die Seelen da oben sind. Nee, weiter hoch. Ach doch, da sind sie. Da drüben. Okay, die Seelen sind dann doch da. Nur einem komischen. So 20 Stück. Ja, das war schon ein bisschen versteckt. Die Seelen muss ich aufräumen. So, jetzt. Jetzt Lager damit. Seelenrest. Dann. Ach schon, das geht nicht. Nein, aber das geht. Königslotus, Witwenlotus. Nochmal 10. Achso, stimmt, da ist ja. Ich habe 99 Halbmondgras im Inventar, also im Lager. Wegen eben diesem einen Farmspot. So, jetzt aber. Nein, nicht Obolator, ja. Ja, wo war's denn jetzt? Ach, da unten. Diese. Ja, Tunnelstadt. Ab nach unten. Ja, da war die Spinne. Hier habe ich alles geholt, ja. Ringe habe ich die richtigen. Gunst und Adhäsion, ja. Das ist erstmal das, was ich brauche. Das kann man. Nee. So. Stein. Ja, den habe ich schon weggenommen. Stimmt. Das habe ich noch gelootet, nachdem ich die Spinne besiegt hatte. Ich habe 5 Dämonen besiegt. Hier ist ein wahrer Held. Wo sind sie denn? Da ist einer. Hier fängt Demon's Souls erst richtig an. Ja, den Spruch habe ich schon ein paar Mal gehört. Ah, Schüsse macht mich immer früh. Wie mit der Picke. Ja. Und er steckt ordentlich ein. Ja, die stecken nochmal mehr ein als in 2-1. Und halt auch gut aus. Und richtet sie nicht. So. Aber nur 15 Seelen, das ist doch. Das ist ein Witz. Ah doch, da gibt's einige, glaub. Achso. Nimm
nimm dich in Acht, hier ist ein versteckter Feind. Okay, danke schön. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das leuchtet hier irgendwie. Ja. Okay, alles klar. Die Lore ist schon in die Luft geflogen. Annäherungsbombe. Das ist gemein. Ja, aber der hat auch einen. Den hat's. Ah, guck, und es kommt wieder. Ah, das kommt immer her. Guck, da kommt's wieder. Ja. Oh. Ja, ich sollte nicht in unmittelbarer Nähe sein. Ja, guck, da kommt's. Ah, gute Frage. Nein. Wenn, dann kann ich vielleicht den Punkt treffen. Nein. Schade. Aber ich kann... So. Ja, genau, so. Schild raus. Ah, da. Ich... Ich hasse dich. So, weggeschaut. Gut. Nachricht. Schmutzig. Ja, das war's. Minister Kyras. Aha. Genau. Scheint unbeweglich zu sein. Ja? Ah, okay. Da ist zu, oder? Ja, da ist zu. Ah, okay. Oh oh. Da kommen rote Phantome. Glötz. Nee, das sind keine echten Gegner. Ja. Aber die haben auch das gleiche Schild wie ich. Oh, scheiß Balken. Genau, die Balken. Der erste ist weg. Nee, noch nicht ganz. Der ist aber jetzt weg. Gut. Ah, schon Mann und Frau, jetzt sehe ich. Oh oh. Frag mich gleich. Mhm. Habe ich auch schon irgendwo gesammelt, glaube ich. Yeah.
zu machen. Zolle zu machen, das ist mir gerade recht. Oh ja, aber macht, haut aber ordentlich rein. Und ja. So. Uiuiui. Okay, Rheinsteinklumpen. Und Drachensteinklumpen, sehr gut. Ja, damit kann ich wieder in meine Körperform zurückkommen. Aber das will ich ja gar nicht. Ja. Ja, das schon. Das weiß ich nicht. Geh nicht ohne Wunder weiter. Ach du meine Güte. Ja, aber da gibt es bestimmt auch einen dementsprechenden Boss. Ich gucke mich jetzt erstmal hier oben um und lese mal, was die da schreiben. Nein. Zeit für Anhäufen. Okay, jetzt sind sie weg. Okay, das nächste Mal weiß ich reinrennen. Krass. Mhm. Am besten wäre dann ein Zauber, da gibt es einen Flammenzauber, der dann quasi alles um einen rum markiert, verbrennt. So, da kann ich hin. Reiner Scharfstein, reiner Hartstein. Runter. So, wo geht's denn da unten lang? Ja, wo waren das jetzt? Ach, guck mal, das sieht hier auch so aus. Das leuchtet auch so wie die, wie eben diese Echsen. Mhm. Vielleicht fressen die das und deswegen haben sie dann diese Farbe. Zum Beispiel. Die Lore. So, bin ich rausgekommen? Ich bin da rausgekommen. Da lang. Weiter geht's. So, Schild raus. Okay. Immer da lang. Da ist jemand gestorben. Da vorne wahrscheinlich, weil da jetzt bestimmt irgendwo jemand rauskommt. Beide Lichter, okay. Ah, die explodieren, glaub. Ja, die explodieren so wie auf der Lore. Versuch es mit Ausweichen. Ah. Alles klar. Oh ja. Also eins geht. Zwei sind wahrscheinlich zu viel. Ha. Grüß Gott. Gott, für 51, weißt du. Einmal noch. Ah, oh, nee, doch nicht. Eben, Mist. Ja, mit den gelben Augen. Komm, Schlag. Oh, der hüpft. Das war neu. Mhm. Aber sowas von Luftwasser. Aha. Das war der andere Weg. Und da
geht's runter. Ja, ja. Da ist auch jemand gestorben. In der Blutlache. Aha, okay. Die beste Option ist Hammer. Okay, habe ich nicht. Ah. Lecker. Schießen wir mal mit dem 25. Okay. Ja, 79. Ist schon übel. Nee, ich... Ja. Was ist die... Was weiß ich da? Die Art von Käfer. 360. Ah, der zündet mich nur an. Ich schlag jetzt daneben. Und da hinten ist so ein großes davon. Die sind echt hartnäckig. Das schon. Zigarettenfarbe. Die blockieren halt hauptsächlich den Weg. Okay. Drachensteinschraube, okay. Drachensteinschraube. Eieiei. Kann man da drehen? Da kann man nicht drehen. Da ist... Ach schön, da ist ein Typ, der winkt. Das ist ein NPC, aber... Da ist ein NPC. Also, komm mal hier jetzt. Ja, meine Güte. Gott, bin ich gerade erschrocken. Ah, man muss genau in den Kopf treffen quasi. Ja. Gott. Aber echt hier. Aber echt hier, Junge. Eine Person wartet, sie ist vertrauenswürdig, okay. Oh, ihr seid nicht wahnsinnig, oder? Ja, nein, ich bin nicht. Was für gute Reisegefährten wir doch sind. Freut mich sehr. Ich bin Patches. Oh, seht ihr den Schatz dort drüben? Geht und holt ihn euch. Ein Geschenk von mir. Als Zeichen der Freundschaft. Puh, gut, dass ihr da seid. Das seelenlose Gesindel macht einen wahnsinnig. Vorsicht. Ich traue dem nicht, der sieht aus. Bisschen zwielichtig aussehe. Hey, erstmal zu dem da hier. Was sagt das da? Ich will nach Hause, ja. Jetzt gehen wir schon mal da hoch. Da hinten ist auch noch was. Samt Hinweis. Erstmal Überreste. Scharfsteinklumpen. Ich bin gütig, ja. Das ist ja gut. Klopfen mal auf das Viech da drauf. Oh, ich kitzel's. Dran vorbei kann ich nicht, oder? Nein, ist blockiert. Das kotzt wahrscheinlich runter.
Ah, das sind die anderen. Was unten? Nee, ich glaube, der sticht mir deinen Rücken oder so, der Typ. Ich geh mal oben gucken jetzt erstmal. Also ich gehe jetzt erstmal oben gucken. Oben rum und dann links. So. Mal guck, da ist sogar schon was. Seele eines unbekannten Helden, das ist schon mal gut. Und dann sind wir hier fertig. Ja, cool aussehen tut es ja schon hier. Das Lava-Gebiet. Da haben wir auch alles. Kann ich da irgendwo... Ah, hier. Nee, Mist. Verdammt, ich hab gedacht, da kann ich vielleicht hinten rum. Jetzt habe ich mich, glaube ich, in eine missliche Lage gebracht. Aber ich kann jetzt... Vielleicht kann ich ihn backsteppen. Dann kommt man einfach nicht hin. So eine Schatzung. Doch, ich hab was, aber es ist, glaube ich, nicht dafür geeignet. Aus Pekka. So wie gestern bei Assassin's Creed, das war echt derb. Der Typ, mit dem ich da geredet habe, und mich ansehen. Und dann fängt er an zu schiffen, das war echt nicht mehr feierlich. Wir kriegen 20 Seelen oder sowas. So ein 14. Naja, deswegen muss ich ein bisschen ausdauern. Aber wobei, ich mache immer bloß 30 Schaden, also das ist schon so. Nee, nee. Die Ausdauer ist halt wichtig, dass wenn die Ausdauer weg ist, kannst du nicht mehr schlagen. Kannst nicht schlagen, nicht rollen, gar nichts. Das ist halt ein zäh und blockierter Weg. Aber so war es vorher mit dem roten Drachen auch. Das hat auch bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis ich den dann fertig habe. Aber es hat funktioniert. Mit dem Pfeil und Bogen. Yeah.
Jetzt komm, jetzt haben wir es klein. Noch ein Stück. Hoffentlich explodiert es nicht oder so. Jetzt habe ich es. Und wie viel sehen? Oh, jetzt explodiert es. Okay, 1600. Oh, und Patches hat auch was abgekriegt.